herzlich willkommen zum MDR Garten. Heute wird es fruchtig bei uns. Schauen Sie mal, was ich alles mitgebracht habe. Und unsere Expertin heute im MDR Garten ist Roswitha Zählein-Schemm. Herzlich willkommen, Frau Schemm. Ich freue mich sehr, dass Sie mit uns heute uns die Erdbeeren richtig nah angucken. Was habe ich denn hier alles in meinem Körbchen zusammengesammelt? Schauen Sie doch mal bitte. Ja, das ist eine große Sortenvielfalt. Es sind immer tragende Erdbeeren, dann diese dekorativen Pink Princess, also mit dieser schönen, wunderschönen rosa Blüte. Und wir haben sogar eine Brombeere drin. Ja, sehr schön. Auf der anderen Seite, ja. Hier sind die Erdbeeren schon relativ reif. Hier vorne sehe ich sie auch. Ist das der richtige Reifegrad jetzt? Ja, also die Erdbeeren sollten möglichst ganz durchgereift sein, auch bis zur Spitze. Dann entfalten sie das volle Aroma. Ja. Wenn sie nicht ganz durch sind, dann sind sie etwas saurer vielleicht am Anfang. Ne? Also wichtig ist schon, dass die Spitze auch rot ist und dann hat man das volle Aroma der Früchte. Ja, was ist mit einer Erdbeere beispielsweise, die jetzt nicht mehr ganz so taufrisch ist? Wo mache ich die hin? Die sollte man extra in einem Körbchen entsorgen, denn mit faulen Früchten zieht man nur die Kirschessigfliege an. Also man möchte jetzt auch keine Schädlinge anziehen und deshalb sollte man faule Früchte entsorgen. Mache ich mit der Ernte auch etwas falsch oder kann ich da was falsch machen, wenn ich die jetzt zum Beispiel pflücke, die Erdbeere? Ja, also wichtig ist, dass man den Stiel dran lässt, also das Herz dran lässt. Ja. Und also mit Kelch pflückt. Aha, okay. So soll eine Erdbeere aussehen. Darf ich das mal probieren? Ja. Hier unten einfach hier vorn? Ja. So ab und zack. Einfach abknipsen, ja. Aha, okay. Genau. Und der Kelch sollte auch beim Waschen noch dranbleiben, denn wenn man die Erdbeeren wäscht und es zieht sich ja manchmal auch mit heraus, dann werden die sonst zu wässrig. Also bitte dran lassen und als Ganzes waschen. Mhm. Roswitha, lassen Sie uns doch bitte noch mal an den großen Tisch gehen. Sie haben da noch eine große Erdbeervielfalt mitgebracht. Wir sprechen jetzt nicht über die Früchte, sondern tatsächlich erstmal hier oben über die Sorten. Was sind denn das für besondere Sorten? Ja, das sind also Frühsorten. Das ist die Sorte Honneu, eine Frühsorte. Die neue Mieze ist ganz wichtig. Die Mieze Schindler, die kennt man ja, das Original. Mhm. Und die Tochter davon ist die neue Mieze, die ist auch selbst fruchtbar. Kann auch die Muttersorte befruchten. Mhm. Corona, Lambada, ja, also alles Aroma-Erdbeeren. Corona passt jetzt auch zu dieser Zeit. Wo würden Sie jetzt diese Erdbeeren hinpflanzen? Brauchen die bestimmte Orte auch, damit die richtig gedeihen oder passen die überall hin? Ja, also wichtig ist, es sollte ein sonniger Platz sein. Es sind Gartenerdbeeren, die kann man alle in den Garten pflanzen. Ja. Also Sonne ist ganz wichtig, ein unkrautfreier Boden, wasserdurchlässig und es sollten vorher keine Erdbeeren da gewesen sein. Also eine Pause von mindestens 3 bis 4 Jahren. Weshalb? Ja, da entfalten sich Schädlinge im Laufe der Zeit und also wenn man kann den Boden auch reinigen mit Tagedes, also man kann die Zwischenfrucht ansäen, aber es ganz wichtig ist, dass man einen Fruchtwechsel hat. Ja. Dann hat man einfach viel, viel schönere Früchte. Ja. Roswitha, viele schauen ja auch auf das Wurzelwerk. Sollte man das hier bei Erdbeeren auch tun? Ja, ist ganz wichtig, dass der, gerne. Dass das ein gut fester Wurzelballen ist. Ja. Ja, oh, sehr schön. So ist ganz ideal. Ne? Ja. Viele kleine Faserwurzeln, so ist das ideal. Ja. Ja. Wichtig ist auch, dass man jetzt beim Einpflanzen nicht tiefer pflanzt, als das Herz ist. Also das Herz muss herausschauen. Ja. Also so wie sie jetzt ist, einsetzen und nicht tiefer sitzen. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Klettererdbeeren in diesem Jahr ein richtiger Renner werden. Frau Zählein-Schemm, Sie haben auch in Ihrer Gärtnerei Erdbeeren in dieser Form. Kann man eine hängende Erdbeere zu einer kletternden machen oder muss man direkt Klettererdbeeren haben, dass man sie hochbekommt? Ja, es kommt natürlich auf die Sorten an, aber wenn man eine Hängeerdbeere hat, die auch Kindel macht, also Ausläufer bildet, dann kann man die hochbinden an einem Spalier, befestigen. Also sie klettert nicht alleine, sie muss hochgebunden werden. Man sollte darauf achten, dass die Nabelschnur hier nicht abreißt oder abbricht oder einen Knick bekommt. Blühen die auch oben und machen auch Früchte. Also wichtig ist die Verbindung zur Mutterpflanze. Welche Sorte haben Sie uns jetzt hier mitgebracht? Ja, das ist jetzt Mara de Bois. Ja. Das ist eine sehr schöne, immer tragende, die das ganze Jahr über auch fruchtet und blüht. Mhm. Frau Zählein-Schemm, ich muss Sie jetzt hier noch mal an diesem fruchtigen Tisch bitten, denn ich rieche die Erdbeeren förmlich, wie frisch und fruchtig sie riechen. Sie haben hier eine Erdbeerauswahl mitgebracht und wir müssen uns mal durchkosten. Und Sie möchten bitte noch mal sagen, was das für Früchte sind. Ja, also das sind Sorten, die man auch durchaus in gut geführten
Fachhandel finden kann. Mhm. Das ist Claire, mhm. eine Frühsorte, sehr groß, fruchtig. Ja, das ist die Fahne. Ja. Da Select, eine sehr große ja, die Frucht, macht wie man ja, schon die sieht. Hat ja, richtig ja. große. Ja. Dann haben wir auch Sonata, das ist eine Kreuzung aus El Santa und Corona, also eine sehr feine Erdbeere auch. Ja, der Sortenspiegel verändert sich halt mit der Jahreszeit, auch mit dem Ernteverlauf. Ja. Am Anfang hat man Frühsorten, dann kommen die mittleren, die späten. Ja. Und das sind die, die jetzt aktuell in den Märkten auch zu haben sind. Ist das jetzt eine eher frühere? Ja, die kommen schon etwas früher. Ja. Also so eine Sänger Sengana, die kommen ja erst Mitte Juni. Mhm. Da ist die Ernte sehr viel später. Mhm. Die modernen neuen Sorten, die sind meist auch etwas früher, aber man muss dann halt auch aufpassen, die Gefahr der Nachtfröste ist da gegeben. Mhm. Die muss man dann schützen, wenn sie blühen. Sprechen Sie gern weiter, ich möchte gerne noch weiter kosten. Wie kann man die verarbeiten, Frau Zehlein-Cem, jetzt schon? Ja, also man frisch verzehren sowieso, ja. Aber man kann sie natürlich, alle Erdbeeren kann man auch einfrieren oder zur Marmelade verkochen. Mhm. Wir kochen gerne ein in Sorten, also wir schreiben dann auch den Sortennamen drauf. Da haben Sie auch welche mitgebracht. Ja, hier habe ich natürlich... das ist schon ein Herz, Sie sehen schon, das schlägt unser Herz, das ist die Mieze Schindler. Mhm. Das ist wirklich eine der feinsten Sorten, die es überhaupt gibt. Und die ist auch etwas dunkler als die anderen Marmeladen. Mhm. Also man kann aus Erdbeeren Marmelade kochen, man kann auch frische Früchte einfrieren, auf gleichen Kilopaketen einfrieren und dann immer wieder frisch kochen, auch im Herbst und im Winter. Dann hat man immer frische Marmelade und hat diesen Alterungseffekt nicht, dass es so braun wird. Dass sie bräunlich werden, ja. Also mein Herz haben Sie gewonnen, Frau Zehlein-Cem. Ich denke, über die Erdbeere kann man auch die Kinderherzen gewinnen und auch die Kinder an das Gärtnern heranführen. Sie haben hier vorne in dem Bollerwagen, würde ich mal sagen, einen Kinder-Erdbeergarten vorbereitet. Was sind das für Sorten? Ja, das sind natürlich viele immer tragende Sorten drin, denn Kinder möchten ja immer wieder naschen, einen ganzen Sommer lang. Ja. Dann kann man Ostara oder auch weiße Erdbeeren, Pink Princess, diese wunderschönen Schneeweißchen lese ich hier. Schneeweißchen, das sind weiße Früchte, die werden gar nicht rot, die haben, sind hell mit so einem rosa, leicht rosa Bäckchen. Ja. Also es gibt ganz, ganz viele wunderbare Sorten, die auch Kinder pflanzen und naschen können. Es ist auch wichtig, dass man Kinder heranführt. Ja. Und ich denke mal, jetzt haben wir auch viel Zeit. Da können wir auch Dosen bemalen, Dosen anpflanzen und Bollerwagen. Oder hier mal eine Kerze reinstellen, dann hat man vielleicht noch ein besonderes Ambiente. Weshalb haben Sie jetzt hier noch das Stroh in den Bollerwagen mit befüllt? Ja, damit die Früchte sauber bleiben. Mhm. Also Stroh schützt die Früchte vor Schmutz und auch vor Fäulnis. Mhm. Sie liegen nicht auf, sondern sie bleiben einfach sauber. Man muss die dann auch gar nicht waschen. Das ist natürlich das Allerbeste, wenn man Erdbeeren direkt vom Stock wegnascht. Mhm. Also in manchen Gebieten gab es ja Frostschäden. Und wer jetzt noch Erdbeeren ernten möchte, der kann das durchaus. Also man kann jetzt eine schöne Mara de Bois pflanzen. Mhm. Auch Hänge- und Klettererdbeeren sind immer tragend. Die tragen bis zum Frost. Oder eine Ostara, das ist eine alte, eine historische Sorte, auch eine immer tragende. Oder auch mal... Mich sprechen immer wieder diese bunten Blüten an. Die Pink Princess, Auch diese Sorten blühen und fruchten den ganzen Sommer über. Sie machen immer wieder Blüten und immer wieder Früchte, bis es abfriert, bis in Herbst, also bis Oktober. Brauchen die eine bestimmte und besondere Pflege, weil die ja immer wieder Früchte tragen? Ja, man sollte eine spezielle Beerenerde verwenden, also einen leicht sauren Boden, das ist wichtig. Immer früh morgens gießen, nicht nachmittags, nicht abends, immer früh morgens und dann ist alles gut. Düngen noch vielleicht was Spezielles? Die Erden sind meistens schon gedüngt, also eher verhalten düngen, das ist also... Nicht zu viel. Mhm. Manchmal ist weniger mehr. Mhm. Frau Zehlein-Cem, Sie haben uns auch noch eine Walderdbeere mitgebracht. Die habe ich schon da vorne entdeckt. Da muss man was Besonderes beachten bei der. Ja, die Walderdbeeren, die kann man enger pflanzen, denn die machen keine Kindel, so wie die anderen Sorten, sondern die Beeren fallen herunter, wenn sie reif sind und haben dann die tragenden Samen in sich und die gehen dann unten auf, wie so kleine Suppenkraut sieht es am Anfang aus. Bitte dann nicht weghacken, sondern einfach lassen und das gucken, was draus wird. Also das kann die Erdbeerwiese werden dann. Obwohl die Erdbeeren jetzt ganz klein sind, die da jetzt schon drauf sind, die sind sehr fruchtig vom Aroma auch. Ja, sehr, sehr lecker. Also die kleinen sind ja oft sehr intensiv vom Aroma her und Walderdbeeren sowieso. Ja. Ich meine.